Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Erfahrungsbericht von Conan der Irish Terrier. Heute geht es um die 5 besten Eigenschaften von Conan. Wie auch schon in dem Video über Conans 5 schlechteste Eigenschaften, möchte ich die Reihe auch wieder sozusagen antichronologisch aufbauen. Das heißt, wir beginnen mit Platz Nummer 5. Und das heißt natürlich nicht, dass das die schlechteste von seinen guten Eigenschaften ist, aber das ist halt die, die vielleicht so allgemein ist, dass man sie jetzt nicht unbedingt als gute Eigenschaften speziell in seinem Fall bezeichnen kann. Auf Platz 5 befindet sich die gute Laune. Conan, und ich glaube, das trifft auch viele Irish Terrier zu, ist ein typischer gute Laune-Hund. Der versprüht einfach unglaublich gute Laune. Der hat häufig sehr gute Laune und überträgt das halt auch auf andere. Also selbst Leute, die uns so entgegenkommen, die vielleicht erst so einen neutralen Gesichtsausdruck oder vielleicht sogar ein bisschen grummelig oder missmutig reinschauen, die sehen ihn an und die fangen einfach an zu lächeln. Der verbreitet einfach wirklich gute Laune. Also es macht richtig Spaß, ihm zuzugucken. Er ist ja auch lustig, er ist lebhaft und man merkt ihm richtig an, dass er sich auch freut. Und er macht auch so wirklich witzige Sachen, einfach so, hier zum Beispiel, er gräbt sich hier in ein Loch in den Sand, dann nimmt er die Decke, so, die breitet er dann aus, setzt sich da drauf, ach so, und dann fühlt es sich zwischen Papas Beinen so richtig wohl und kann sich da am Hundestrand umgucken. Ja, das war wirklich von Anfang an, dass er einfach ja sehr gute Laune versprüht, er ist halt selten missmutig oder trantütig oder so, sondern die gute Laune kommt natürlich auch durch diesen hohen Pegel an Aktivität. Also der rennt viel, der sieht immer aus, als ob er irgendwie lächelt. Und ja, sicherlich, die gute Laune, die springt auch manchmal um in so ein bisschen Übermut. Also der kommt schon mal angepest und dann springt er eine volle Granate an. Und man natürlich sagen kann, okay, in dem Fall ganz schön unhöflich, das sollte er eigentlich nicht machen. Aber ja, er hat halt einfach wirklich gute Laune. Und ja, natürlich, es gibt auch Leute, die haben Angst vor Hunden, die finden ihn jetzt wahrscheinlich trotzdem immer noch nicht so toll. Aber auch Leute, die Hunden eher so neutral gegenüberstehen oder vielleicht sogar ein bisschen ablehnend, mussten schon zugeben, dass es einfach wirklich ein ganz, ganz toller Hund ist, der unglaublich freundlich und lustig ist und auch einen ganz tollen Gesichtsausdruck hat und ja, der einen selber bespaßt, aber auch viele andere. Auf Platz 4, und das ist ein bisschen schwierig zu sagen, das ist Conans ja Zuverlässigkeit, Vorhersehbarkeit, Ehrlichkeit. Also man weiß einfach bei ihm in der Regel immer, woran man ist. Also zuverlässig zum Beispiel in dem Sinne, dass ich mich darauf verlassen kann, dass auch wenn er hier vielleicht ganz viele tolle Wildspuren riecht, na, er guckt immer, er hört irgendwas, er bleibt immer stehen, er guckt immer, wo man ist. Und wenn es irgendwie eine Wegabgabelung, Wegzweigung gibt, dann bleibt er stehen und wartet und passt auf, was ist. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr zuverlässig. Also ich meine jetzt gar nicht mal so sehr, dass der immer genau dann zurückkommt, wenn man ihn wirklich ruft, aber also irgendwann schon, aber er läuft zum Beispiel nie weit weg und er bleibt immer in der Umgebung. Selbst wenn man ihn außer Sicht verliert, der kommt auf jeden Fall wieder. Aber ich meine auch mit zum Beispiel Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, dass er einem sehr zuverlässig das eigene Verhalten widerspiegelt. Also ist je nachdem, ne, wenn man ganz ruhig mit ihm umgeht, dann ist er auch ruhig. Wenn man aufgeregt ist, ist er auch aufgeregt. Wenn man Action macht, dann macht er Action mit. Und das kann natürlich auch negativ sein. Also wenn man merkt, der Hund ist irgendwie ein bisschen grantig oder ein bisschen zickig, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man vielleicht selber gerade nicht so richtig gute Laune hat. Und das finde ich persönlich sehr schön, weil halt, ja, er ist halt einfach ehrlich, ist zuverlässig und das macht halt auch wirklich Spaß mit ihm und man lernt halt auch eine ganze Menge über sich selber. Das finde ich ja wirklich, wirklich sehr angenehm und deswegen ist das hier auf Platz 4 seiner guten Eigenschaften. Auf dem 3. Platz von Conans guten Eigenschaften, das ist seine Freundlichkeit. Also er ist eigentlich jedem und allem gegenüber
recht offen, recht freundlich. Und das ist so ein bisschen was, wovor es mir etwas gegraut hatte, als ich mir den Hund zugelegt hatte, weil ich vorher so häufig gelesen habe, dass die meistens nicht so gut zu sprechen sind auf andere Hunde. Dass die auch anderen Menschen gegenüber halt manchmal sehr, wachsam, sage ich mal, sind, sehr skeptisch gegenüber sein können und dass die sich häufig nicht mit anderen Hunden verstehen. Deswegen hatten wir ja von Anfang an immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass er wirklich gut sozialisiert ist, dass er viele, viele, viele Hundekontakte hat. Er hat das teilweise auch ein bisschen übertrieben, also er ist ja richtig süchtig gewesen nach Hundekontakt. Also gerade als er klein war, dann musste er immer zu jedem Hund hin, hinter jedem Hund herlaufen. Da war es häufig auch etwas schwieriger, ihn da wieder abzurufen. Aber letzten Endes, finde ich, hat das ein sehr gesundes Maß angenommen. Natürlich mag er auch nicht alle Hunde, aber bei wem ist denn das schon so? Aber er ist wenigstens keiner von den Hunden, bei denen sich einem schon der Magen umdreht, wenn man auf der Straße irgendwie einen anderen Hund trifft, weil man befürchtet, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert oder so. Und da ist das auch eigentlich egal, ob das Rüden oder Hündinnen sind. Er verträgt sich eigentlich mit allen sehr gut. Und das ist ja nicht nur bei Hunden so, sondern das ist auch bei Menschen so. Und ich habe sogar häufig den Eindruck, dass er Menschen sogar noch lieber mag als Hunde. Manchmal geht er halt also ganz offen auf die Hunde zu. Und wenn die nicht wirklich großartiges Interesse an ihm zeigen, dann, so wie hier zum Beispiel, wendet er sich dann halt irgendwann dessen Menschen zu. Denn, ja gut, der springt an den hoch, das ist natürlich immer nicht so schön. Aber er lässt sich dann streichen, er lässt sich kraulen und will dann mit denen spielen. Und das ist einfach nur freundlich, ist einfach nett und freundlich. Und auch wenn uns Jogger oder Fahrradfahrer gegenüberkommen, da verhält er sich total neutral. Also da jagt er nichts, er bellt die Leute nicht an. Es gibt ganz selten mal den Fall, dass er sich halt wirklich irgendwie erschreckt. Wenn zum Beispiel so im Halbdunkeln einfach Leute irgendwo so an der Häuserecke stehen und sich nicht bewegen, das findet er unheimlich. Und dann fängt er tatsächlich auch an zu knurren oder auch mal zu bellen. Weil er, ich glaube, weil es einfach was Ungewohntes ist, er erschrickt sich vielleicht, es ist ihm unheimlich. Und da fängt er an rumzugrummeln. Aber sobald sich die Leute halt bewegen, ist das für ihn überhaupt gar kein Problem. Also wie gesagt, der ist ja sehr offen, auch hier zu Kindern zum Beispiel. Da springt er natürlich auch ab und zu mal hoch, aber wirklich nett, so aus Freundlichkeit. Also er springt die jetzt nicht voll doll an, sondern er klettert so ein bisschen hoch und lässt sie streicheln und kraulen und machen und tun. Aber das Größte sind für ihn halt nach wie vor immer noch Hundebegegnungen. Er macht halt gerne wilde Tobe und Rennspiele. Und auch wenn er dann manchmal anfängt, so dabei ein bisschen zu knurren, dann ist das halt dieses typische Spielknurren, Spielgrummeln. Das macht er ja auch, wenn wir zum Beispiel mit ihm an irgendeinem so Zerspielzeug zergeln. Dann fängt er natürlich auch an zu knurren und klingt ganz, ganz gefährlich, aber er ist natürlich trotzdem, also macht ihm das Spaß. Das ist halt, das machen ja ganz viele Hunde, dass die dann anfangen zu knurren. Das ist aber so ein typisches Spielknurren und man hört auch den Unterschied, wenn der es wirklich ernst meint mit dem Knurren. Aber grundsätzlich geht er immer positiv auf andere Hunde zu, manchmal vorsichtig und skeptisch, aber nie aggressiv. Also wenn er mal irgendwie wirklich einen anknurrt oder anbellt oder, ja, es ist vielleicht ein oder zweimal vorgekommen, dass er sich wirklich mit anderen Hunden gekabbelt hat, dann hat er in der Regel tatsächlich nicht angefangen. Da gab es dann irgendwie ein Missverständnis zwischen den Hunden oder was er halt überhaupt nicht mag, ist, wenn andere Hunde so hinten bei ihm aufsteigen. Da versteht er wirklich keinen Spaß. Also die weist er dann schon ziemlich deutlich zurecht. Und dann gibt es halt welche, die hören dann nicht auf damit. Ne? Die machen dann halt immer weiter. Und dann weist er die auch schon mal in ihre Schranken. Aber grundsätzlich ist er halt einfach immer ein sehr offener, sehr freundlicher Hund. Und ich finde persönlich auch, dass er seinen Spielstil häufig den Hunden anpasst, mit dem er es gerade zu tun hat. Deswegen auf Platz 3 Conans Freundlichkeit. Auf Platz 2, da ist Conans Motivation. Also der ist auf jeden Fall zu allem Möglichen zu begeistern, zu motivieren. Er ist immer dabei, er versucht zumindest alles. Es ist natürlich nicht immer alles letzten Endes irgendwas für ihn. Aber kann man ja dann gucken, was ihm ganz besonders viel Spaß macht. Und wir haben ja schon vieles probiert. Wir haben ja mit ihm zum Beispiel die Zielobjektsuche gemacht. Die fand er gut, aber jetzt nicht so super mega spannend. Was er schon viel interessanter findet, ist das Fährtensuchen. Da sind wir jetzt auch noch nicht so weit. Wir haben zwar die ersten Suchfelder gemacht, aber ich denke, das ist auf jeden Fall was, was ihm richtig, richtig viel Spaß machen wird. Außerdem haben wir uns ja auch schon an Dummy-Training versucht, also da auch an verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel das Markieren oder hat man im ersten Clip gesehen, die frei verloren Suche. Da sind wir auch in einem Kurs, da ist er super begeistert, er liebt diese Dummies.
Und ja, man kann halt wirklich einfach alles mit ihm machen. Und er hat ja immer Lust dazu. Und auch wenn das mal so was Langweiliges ist, wie zum Beispiel Obedience oder Begleithundetraining. Sicherlich manchmal ist er etwas übermotiviert und macht gerne auch mal ein bisschen mehr, als er machen soll. Oder das nicht ganz so ordentlich und sorgfältig, wie er es machen soll. Aber ja, er lernt natürlich, er übt. Und letzten Endes, er hat aber Bock dazu. Er hat zwar noch nicht so eine wahnsinnig lange Zeitspanne, in der er sich konzentrieren kann auf das, was er machen soll, aber letzten Endes ist er eigentlich für immer für alles zu haben. Wir haben zum Beispiel am Anfang auch immer mal ein bisschen mit der Frisbee gespielt, fand er auch toll, hat er zwar nicht geschafft, die in der Luft zu fangen, aber auf jeden Fall fand er es immer toll, dem hinterher zu laufen und es war für ihn halt immer schwierig, die aufzuheben, aber letzten Endes war er schon als Welpe davon begeistert. Ich hatte auch erst gedacht, vielleicht ist ja auch Frisbee, Dog Frisbee irgendwie was für ihn und das macht einfach Spaß mit ihm, dass man da so einen abenteuerlustigen Hund hat, der auch einfach gerne mal verschiedene Sachen ausprobiert und nicht einer, der irgendwie immer nur da sitzt und zu nichts Bock hat oder sich auch für nichts motivieren lässt, sondern wirklich eben einer, der ja, mit vollem Körpereinsatz und vor allem mit der Nase immer am Start ist. Und das macht wirklich richtig, richtig viel Spaß mit ihm. Und letzten Endes sind wir ja auch immer noch in der Testphase. Also ich weiß nach wie vor noch nicht so ganz genau, was ich vielleicht mal so richtig mit ihm, ich sag mal, perfektionieren möchte. Also Dummy-Arbeit, da gibt es ja Prüfungen, die man machen kann. Oder ja, vielleicht doch lieber Fährtenarbeit, wobei da ist echt schwierig, jemanden zu finden, der das anbietet. Agility wäre er bestimmt auch richtig super gut drin in unserem Hundesportverein. Da hat sie unsere Trainerin vorgeschlagen, er könnte doch Turnierhundesport machen. Da wäre er bestimmt auch sehr gut, weil er unglaublich schnell ist, weil er halt wirklich sehr, sehr gut springt. Und ja, letzten Endes, also es ist ja auch alles eine Art von Kooperation, ne? Also mit dem Hund zusammen. Er ist ja nicht nur für sich motiviert, sondern man kann ihn halt auch gut motivieren. Und deswegen macht das halt so besonders viel Spaß mit ihm. Auf Platz 1 von Conans absoluter Lieblingseigenschaft für uns ist Schmusen, Schmusen und nochmal Schmusen. Conan ist der kuscheligste Schmusehund, den man sich vorstellen kann. Also wir hätten das beide am Anfang auch nicht gedacht, dass einer so geil aufs Schmusen sein kann. Das war bei ihm wirklich von Anfang an so, von kleinen Welpe auf hat er, sobald man ihn gestreichelt hat, hat er sich angefangen auf dem Rücken zu drehen und sich zu regeln und er fängt er wirklich sogar an zu ächzen und zu stöhnen. Also er geht da total drauf ab. Das ist einfach eine seiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, geschmust zu werden, gekrault zu werden. Sobald man sich aufs Sofa setzt oder aufs Sofa legt, da kommt er sofort dazu, auch wenn er schon in seiner Box gelegen und geschlafen hat, dann merkt er, oh, da liegt einer auf dem Sofa. Dann kuschelt er sich so rein, meistens so in die Kniebeuge, legt dann die Schnauze so aufs Knie oder auf die Beine und er sucht halt auch wirklich die körperliche Nähe und ganz besonders toll ist es für ihn dann natürlich, wenn man dann anfängt, ihn zu schmusen. Ihn zu kraulen, ihn zu kuscheln, ihn zu massieren. Also er steht dermaßen auf Körperkontakt, also auch wenn andere ihn streicheln, dann ist er einfach total süchtig danach. Wenn wir zum Beispiel am Frühstückstisch sitzen, dann steht er halt so am Tisch, dass wir sitzen uns gegenüber, ne? Dass einer kann seine Vorderseite kraulen, der andere kann seine Hinterseite kraulen, ne? Dann liegt er halt so, er drückt sich dann auch wirklich dagegen, also dass er richtig Schieflage bekommt, weil er halt immer noch mehr Druck haben will und er kann da einfach nicht von genug bekommen. Also man kann ihn stundenlang kuscheln und kraulen und schmusen und bis man wunde Finger hat und der kann einfach nicht genug bekommen. Manchmal nimmt er dann die Pfoten und hält dann die Hand fest, dass man bloß nicht weggeht oder legt einem auch schon mal irgendwie so die Pfote aufs Bein, damit man nicht aufsteht. Also er fordert das natürlich schon ein. In gewisser Weise ist es ja auch dreist, aber er ist einfach so kuschel-schmuse-bedürftig und süchtig danach und das ist halt was wir einfach auch sehr, sehr schätzen, weil es ist einfach auch angenehm. Also er liegt halt auch ja gerne mal bei einem, selbst wenn man ihn mal nicht streichelt. Also er sucht einfach diese Körpernähe. Und dann streckt er immer die Beine von sich ab und kriegt dann diesen Schlafzimmerblick und ja, sobald man die Hand anlegt, dann macht das ein richtiges und dann ist einfach die Welt für ihn schön. Ja, das sind Conans fünf schönste, beste, tollste Eigenschaften, die er so zu bieten hat und mit denen er unser Leben absolut bereichert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Conan, der Irish Terrier. Bis dann, ciao, ciao.